Willkommen im K40-Keller. Ganz kurze News nur für die, all die, die nicht auf dem Discord-Server bei uns sind und die es auch anderweitig nicht mitbekommen haben. Lightburn wird es bald für den Faserlaser geben. Ja, auf dem Kanal Laser Everything, so heißt er glaube ich, ja, wurde das schon vor acht Wochen, weiß ich gar nicht, in einem Livestream bequatscht. Da wurde schon angekündigt, also das ist eigentlich kein großes Geheimnis, ne? Das ist schon ein bisschen geteasert worden. Und Lightburn hat jetzt auch zwei Videos rausgehauen und zeigt auch schon so ein bisschen die Funktion etc. und haben es groß ein bisschen angeteasert. Haben ganz klar gesagt, frag nicht, wann die Software kommt. Ne, wir arbeiten dran, weil die machen Reverse Engineering. Die müssen alles ja, sich per Hand da zusammenfummeln. Das ist nichts, was man einfach mal eben programmiert, weil es irgendwo Datenblätter gibt. Nein, das müssen sie sich alle selbst zusammensuchen und rumprobieren. Aber die Beta läuft wohl. Großmann Lasertechnik hat schon gesagt, die versuchen, in das Beta-Programm reinzukommen. Mich würde das ja freuen, aber dafür bin ich zu klein als Kanal. Wenn ich da auch reinkommen könnte, wenn ich eine Beta kriegen könnte und testen könnte, ich kann ja mal anschreiben. Aber egal, geht mal bei YouTube auf Lightburn und Lightburn Software heißt der Kanal und schaut mal. Ich verlinke es auch unten in der Videobeschreibung. Ja. Aber für unsere Faserlaser-Freunde, es gibt Hoffnung am Horizont. Ne? EastCut ist hoffentlich bald Geschichte, diese wirklich, wirklich schlechte Software. Und wenn Lightburn für Faserlaser läuft, ich glaube, das macht uns alle echt große Freude. Ich bin begeistert. Das ist ein guter Start ins Jahr 2022. Endlich eine vernünftige Software, dass wir gut arbeiten können. Und dass dieser ganze, ja, diese Altlasten eigentlich von dieser Software abfallen und ja, viele von uns kennen Lightburn und wir lieben Lightburn. Ach ja, also das wollte ich euch nur kurz mitteilen. Es gibt Hoffnung, es kommt eine neue Software und ich denke, es wird nicht mehr allzu lange dauern. Und wenn sie da ist oder wenn es irgendwas zu berichten gibt, dann werde ich ein Video davon machen. Also haut rein, bis bald.